Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu Star Trek Infinite, einem neuen Spiel, das heute erschienen ist, das ich euch in diesem ausführlichen angespielt und vielleicht wird es sogar ein längeres Let's Play vorstellen möchte. Das Ganze wird auf Steam 30 € kosten. Bei meinem Keyshop-Partner Games Planet könnt ihr es wie gewohnt etwas günstiger kaufen. Auch dort erhaltet ihr einen Steam-Key, 10% günstiger das Ganze dort. Es gibt leider keinen Rabattcode dieses Mal. Dennoch, falls ihr dort einkauft und den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar dorthin, wenn ihr das tut, dann unterstützt ihr diesen Kanal, diese Art von Videos. Vielen Dank schon mal dafür. So, wir steigen jetzt gleich ein und ich hatte mir ursprünglich überlegt, dass ich hier noch einen ziemlich langen Prolog mache, was dieses Spiel eigentlich ist, was es sein will, für wen es nicht geeignet ist, für wen es geeignet ist. Das kürze ich jetzt mal mega krass ab. Ich sage einfach nur Folgendes. Das Ganze ist eigentlich ein Spiel, das heißen müsste Stellaris Star Trek Infinite. Es basiert komplett auf den Stellaris-Mechaniken, auf der UI, auf der Grafik-Engine. Das heißt, wenn ihr Stellaris kennt, dann werdet ihr euch hier sofort heimisch fühlen. Aber es hat nicht die gleiche Komplexität. Es ist kein Sandbox-Spiel. Es hat jetzt nicht einen Mega-Wiederspielwert. Es hat 4 Fraktionen. Die kann man vielleicht jeweils einmal durchspielen. Da hat man 40 bis 60 Stunden Spaß. Fertig. Die Mechaniken sind ein bisschen reduziert. Das wiederum ist gut für Leute, denen Stellaris zu kompliziert war, die bisher keinen Einstieg gefunden haben. Die können über dieses Spiel, glaube ich, ganz gut in Stellaris reinkommen, weil es auch ein gutes Tutorial hat. Also, man muss wissen, was man hier erwartet. Wer mega Sandbox haben will, so wie bei Stellaris, der wird hier enttäuscht sein. So, mehr sage ich jetzt einfach nicht. Wir starten ein neues Spiel. Und da geht es schon los. Es gibt keinen Fraktionsdesigner oder irgendwas. Es gibt nicht 1000 Fraktionen, es gibt nur 4 Hauptfraktionen. Eine davon übernimmt man selbst, die anderen von der KI, beziehungsweise man kann natürlich sicher auch Multiplayer spielen, wobei ich das noch gar nicht getestet habe. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz zurück. Gibt es einen Multiplayer? Ja, es gibt mehr Spieler natürlich. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Föderation, wir haben das Klingonische Imperium, wir haben die Romulaner und die Cardassianer. Und die unterscheiden sich schon sehr stark von ihren Möglichkeiten, Werten, Schwerpunkten. Ich will nicht auf alle Details eingehen. Sie haben natürlich Staatselemente, sie haben bestimmte Skills und Eigenschaften. Ich will mal so auf die Hauptpunkte nur eingehen, weil die lassen einen schon ahnen, in welche Richtung das geht. Also, die Föderation ist stark auf Diplomatie, auf zivile Entwicklung orientiert, auf Forschung. Das Wichtige ist, die Föderation kann keine Angriffskriege erklären, aber sie kann sich und ihre Verbündeten verteidigen. Das ist also schon mal sehr speziell, was man mit der Föderation eigentlich machen kann. Wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an, weil ich sage jetzt schon, ich werde mit der Föderation hier einsteigen. Die Klingonen, wie man ahnen wird, Ruhm und Ehre ist ihr Thema. Hier geht es um Krieg. Wenn ein klingonisches Militärschiff im Kampf zerstört wird oder wenn eine Kolonie erfolgreich durch einen Bodenkrieg erobert wird, erhalten sie einen Bonus an Einigkeit. Okay, also wenn sie Militärschiffe verlieren, kriegen sie Einigkeit. Auch eine interessante Sache. Na gut, am Boden erobern wollen sie. Die Romulaner. Die Romulaner nutzen anstatt Deuterium für den Bau ihrer Schiffe künstliche Singularitäten, was die Zahl ihrer Schiffe begrenzt. Das heißt, die können keine große Flotte bauen, aber sie bekommen Spionageboni und können damit aus dem Schatten heraus Einfluss auf das Schicksal der Galaxie nehmen. Mit entsprechenden anderen Fähigkeiten. Und dann haben wir die Cardassianer, die Sklaven nutzen, die aus nicht-cardassianischen Bevölkerungsgruppen stammen. Die können keine Anführer oder Herrscher sein, aber exklusive Aufgaben mit hoher Produktivität übernehmen. Außerdem sind sie in nicht-militärischen Tätigkeiten deutlich schlechter, ihr allgemein, die Cardassianer. Die haben natürlich auch eine unterschiedliche Regierungsform, Zentralkommando, Staatssenat, Clanreich, funktioniert alles ein bisschen anders. So, das ein kurzer Überblick. Jetzt gucken wir uns die Föderation an, die wir übernehmen werden. Also, erst einmal, wir sind eine föderierte Demokratie, hält alle 10 Jahre eine Wahl, um einen neuen Herrscher zu bestimmen. Reduzierte Einflusskosten Diplomatie. Diplomatie ist das große Thema der Föderation. So, dann unter dem Schlagwort Gerechtigkeit und Exzellenz verbirgt sich hohe Bildung. Jeder hat das Recht, so viel zu leisten wie nur irgend möglich. Wir haben die Verantwortung, dieses Umfeld zu schaffen. Erhöht die Anzahl der maximal rekrutierbaren Wissenschaftler um 1, da gibt es eine Begrenzung,
Und Bewohnerwachstum von Immigration plus 15%, also Immigration wird erleichtert. Und diplomatische Expertise. Wenn wir anderen Kulturen aufmerksam lauschen, verstehen wir nicht nur mehr über sie, sondern vertiefen auch unser Verständnis des Universums selbst. Erhöht Meinung nach Erstkontaktprotokollen um 30. Wir werden also auch neue Kulturen kennenlernen, ja. Gesandte verbessern die Beziehung mit kleineren Mächten um plus 2. Das heißt, es wird unser Ziel sein als Föderation, möglichst andere Kulturen friedlich zum Teil der Föderation werden zu lassen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe und dadurch stärker zu werden. So, dann gibt es hier noch zwei Sachen. Das ist, glaube ich, die aktuelle Anführerin, glaube ich. Ja. Sie ist das hier nämlich. Ihren Namen werden wir gleich erfahren. Dann gucken wir uns das später an. Okay, passt auf. Wir können noch Einstellungen auswählen, zeige ich euch ganz kurz. Galaxiegröße ist definiert, kann man nicht ändern. Diverse andere Sachen kann man ändern. Es wird auch eine Krise geben. Ich gehe mal davon aus, die Borg werden da eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob es mehrere Krisen gibt. Schwierigkeitsgrade gibt es 6. Ich spiele mal mit dem zweithöchsten 5, damit uns hier richtig schön was entgegengeworfen wird. Alles andere habe ich jetzt auch keine Ahnung, was man da am besten einstellt. Wir lassen mal die Standardeinstellungen und starten, würde ich sagen. So. UFOP, United Federations of Planets heißt es, glaube ich. So. Repräsentative Demokratie, die Vereinigte Föderation der Planeten, weithin als Föderation bekannt, wurde 2161 von den Andorianern, Menschen, Tellariten und Vulkaniern gegründet. Als Pioniere der interstellaren Erkundung und Kooperation zwischen verschiedenen Spezies beruft sich die Föderation auf die Prinzipien der Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und des Friedens und Fortschritts. Im Streben nach friedlicher Kooperation, wissenschaftlicher Entwicklung und der Erkundung des Weltraums arbeiten die Mitglieder der Föderation zusammen, um Wissen und Ressourcen zu teilen und ihr Territorium auf diplomatischem Wege zu erweitern. Energie. Greetings, President. I have been assigned to help you on the Federation's mission ja, to spread danke, peace and share danke, scientific advancement throughout. Danke. If you need my advice at any time, don't hesitate to ask for me. So, wir aktivieren den KI-Assistenten, aber ich wiederhole nochmal, es gibt ein sehr, sehr gutes Tutorial in dem Spiel, das ich wirklich empfehlen kann. Und es ist echt eine gute Gelegenheit, um Stellaris kennen und verstehen zu lernen. So, wie starten wir jetzt? Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich könnte natürlich jetzt einfach drauf losspielen, aber ich denke, viele von euch, die Stellaris kennen, interessieren sich, was ist jetzt anders, wie funktioniert das vielleicht doch ein bisschen anders, was gibt es hier nicht. Deswegen wird jetzt der Start dadurch geprägt sein, dass ich euch jetzt mal kurz die Menüs zeige, die Rohstoffe zeige und wir dann überall die ersten Einstellungen machen und dann legen wir los. Auch hier, oder ich sag mal, ich mache einen Timestamp, falls euch das alles nicht interessiert und ihr es einfach loslegen sehen wollt, dann springt einfach nach vorne. So, aber kurz einmal rausgezoomt, das ist der Alpha- und Beta-Quadrant, glaube ich, der hier simuliert wird. Und das sind die vier Fraktionen, wie sie am Anfang starten. Und ihr seht aber auch, es gibt genug Expansionsmöglichkeit dann in alle Richtungen, ja, wobei die Föderation hier fast schon ein bisschen eingeklemmt ist. Zwischen Föderation und Romulanen liegt die neutrale Zone. Ich bin jetzt nicht so tief drin in der Lore von Star Trek. Die neutrale Zone ist ein Begriff. Schön, das hier mal als Karte so zu sehen. War mir selbst nie so bekannt. Wichtig ist, wir starten nicht wie bei Stellaris mit einem Planeten, sondern wir haben halt schon die Erde, Andoria, Vulkan und Terra Prime. Mit dann natürlich auch entsprechend den Leuten drauf. Ne? Also Tellariten, ihr seht sie hier. Andorianer, Vulkanier und so weiter. Die sind alle dabei. Gucken wir uns auch gleich nochmal an bei den Spezies. Ja, das erstmal so für den ersten Eindruck. Okay, passt auf. Dann schauen wir uns kurz mal hier oben die Ressourcen an und gehen die Menüs durch. Und dann haben wir schon die wichtigsten Einstellungen gemacht und dann geht es auch gleich los. Was haben wir? Energie. Funktioniert eigentlich identisch wie bei Stellaris. Das ist quasi die Währung. Dann haben wir Deuterium. Das braucht man zum Bauen von Schiffen. Das ist ein bisschen anders, weil es gibt auch Legierungen. Und die bekommt man aus sogenannten Replikatoren-Hallen.
Stopp, ich erzähle schon Quatsch. Gleich am Anfang erzähle ich Quatsch. Deuterium benötigen wir jetzt für den Unterhalt von Schiffen. Für den Bau benötigen wir weiterhin Legierung. Also Deuterium ist für den Unterhalt zuständig. Entschuldigt. Mineralien ist ganz normal für die normalen Gebäude, Bau, Bergbaustationen, Forschungsstationen, Distrikte und sowas. Alles. Nahrung ist auch ganz normal zum Ernähren der Pops. Und Legierung ist auch so, wie wir das kennen, zum Bauen von Schiffen und Sternenbasen. So. Dann haben wir Einigkeit, kennen wir auch. Tradition, wichtig, kann man damit freischalten. Einfluss kennen wir auch aus Stellaris, funktioniert genauso für Ansprüche, für das Errichten von Außenposten. Einfluss bekommt man hier allerdings vor allem über Soldaten mit der Bestimmung Festungswelt oder allgemein Soldaten, glaube ich. Das ist noch, also das kann man kaum so richtig erhöhen. So, Forschung, auch so wie wir das kennen, nichts Neues. Dann gibt es Dilithium, braucht man für Warp. Antriebe, ja. Und da gibt es noch drei Sondergeschichten, Tetrionen, Gravitonen, Naniten, das man dann für den Bau von Sondergebäuden und Gebäuden benötigt. So, das sind die Ressourcen. Im Grundsatz funktioniert das aber so, wie man das kennt. Man kann als hier ganz normal Stationen bauen oder auf dem Planeten selbst das erzeugen über Gebäude. Was haben wir unten? Wir haben die Reichsstabilität, das ist der Durchschnitt der Stabilität der Planeten. Wir haben Ausbreitung, das ist quasi so eine Art das Verwaltungslimit, genau. Das kennen wir auch aus Stellaris. Dann haben wir Gesandte. Ja, die braucht man für Diplomatie. Also man kann zum Beispiel nur Beziehungen verbessern mit den Gesandten. Dann gibt es einen Wert, die Reichsbevölkerung, also einfach wie viele Pops wir haben. Und dann gibt es einen Wert, der ist neu. Das ist quasi so ein bisschen Manpower-Wert. Offiziere. Die benötigt man, um Flotten, also überhaupt ausheben zu können, Militärflotten. Ich glaube auch Forschungsschiffe, weiß ich nicht genau. Das ist quasi eine Bauvoraussetzung. Ja. Verschiedene Schiffstypen benötigen unterschiedlich viele Offiziere. Soweit zu den Ressourcen. Gucken wir mal hier rein. Das ganz Besondere und wie ich finde, das Motivierendste an diesem Spiel ist, dass es so einen Missionsbaum hat, den wir so ein bisschen aus Europa Universalis, glaube ich, am ehesten vergleichbar kennen. Das heißt, das führt uns ein bisschen durch diese Geschichte. Es geht los, das wäre unsere erste Mission, wo noch nie jemand zuvor gewesen ist. Nach Jahrhunderten des Aufruhrs ist ein neues goldenes Zeitalter über unsere Galaxis hereingebrochen. Es ist an der Zeit, dass wir die wahre Charta der Sternenflotte erfüllen, fremde, neue Welten zu erforschen und im Namen des Friedens und der Wissenschaft kühn voranzugehen. Und Bedingungen sind, um das zu erfüllen, wir brauchen zwei Forschungsschiffe, mit entsprechend zwei Wissenschaftlern und 10 Systeme sollen wir erkundet haben. Und dann bekommen wir galaktische Intuitionen für 10 Jahre mit einer erhöhten Entdeckungschance für Anomalien und Forschungsgeschwindigkeit für Anomalien. So, ich glaube sogar, dass man ohne diese Entdeckungschance kaum Anomalien entdeckt. Das ist auch ganz interessant. So, und dann geht es hier immer weiter. Dann können wir die Enterprise bauen. Dann können wir so bestimmte Missionen innerhalb mit der Enterprise erfüllen, wir können sie am Ende verbessern, während hier so ein bisschen die Geschichte vorangeht. Und hier gibt es dann eine ganz wichtige Entscheidung, ob man die Föderation, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen weiter als friedlichen, diplomatischen Weg erfüllt oder ob man jetzt doch militärisch vorangeht. Sektion 31 ist das Stichwort. Star Trek Experten wissen damit sicher was anzufangen. Man kann Deep Space Nine bauen und dann kommen irgendwann auch die Borg und die spielen dann hier irgendwie noch eine Rolle. So, und dieser Missionsbaum, der ist jetzt für jede dieser 4 Fraktionen komplett anders, mit komplett anderen Herausforderungen und das ist dann einfach das Interessante und das spielt man dann sicher gerne jeweils einmal durch. So, das ist das Erste, also wir müssen erkunden. Wir gucken mal hier rein. Missionsprotokoll haben wir jetzt noch nichts. Anomalien auch nichts. Unspektakulär. Kontakte. Das funktioniert so wie die Diplomatie bei Stellaris. Wir gucken uns aber gleich mal an, was hier los ist. Wie unsere Kontaktsituation aussieht. Wir haben noch keine Infos über die relative Macht. Wir schauen uns mal an. Die Romulaner haben wir minus 50 Beziehungen. Da wird es, glaube ich, immer schwieriger werden. Wir sind im Jahr 2346. Wir haben einen Waffenstillstand 10 Jahre lang ungefähr.
Und bis dahin wird es erstmal keinen Krieg geben. Die Klingonen sind unsere ehemaligen Feinde, aber gerade weil wir ihnen jetzt hier gerade auf Kito mehr geholfen haben, dazu kommen wir gleich, der Zwischenfall, ändert sich das jetzt gerade und es gibt eine Annäherung. Plus eins. Ganz schlechte Beziehungen mit den Cardassianern. Die sind beleidigt, haben geschlossene Grenzen oder wir haben... Nee, sie haben die Grenzen geschlossen. So, und da gibt es noch zwei kleinere, die Betazoiden, die sind in unserer Nähe und da ist es hier auf jeden Fall, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, jetzt hier eine Annäherung und vielleicht sie in die Föderation zu holen. Und wir haben die Bajoraner, die befinden sich hier. Das ist ein Untertan der Cardassianer. Wahrscheinlich werden die versklavt. Über die wissen wir auch noch nicht so viel. So, das ist die diplomatische Situation, werden wir uns noch mehr mit befassen. Es gibt auch hier einen Markt, wir können kaufen und verkaufen, wir können monatlichen Handel hier einstellen, kennt man. Es gibt die Planetenverwaltung, funktioniert auch so ein bisschen so ähnlich. Hier kann man auch Automatisierung starten, Umsiedlung starten. Es gibt den Expansionsplaner, auch den kennen wir aus Stellaris. Wir sehen, wo Welten zu besiedeln sind in der Nähe. So, hier ist aber erstmal für uns noch nichts Interessantes. Es gibt Erlasse und Richtlinien. Jetzt könnte es vielleicht schon interessant werden. So, wir haben Erkundungsprotokolle. Erhöht die Erkundungsgeschwindigkeit, die Entdeckungschance von Anomalien, reduziert unsere Credits. Das wäre eine Sache, die man vielleicht schon starten könnte, 10 Jahre lang. Vorgefertigte Massivteile, bringt Baugeschwindigkeit, Sternenbasis und Konstruktionsschiffe, brauchen wir glaube ich nicht. Extra Rationen, erhöht die Offiziersproduktion, reduziert die Nahrung, brauchen wir glaube ich auch noch nicht. Xeno-Forschungsprogramm, Baukosten, Forschungsschiffe reduziert sich, monatliche Forschung erhöht sich, Baugeschwindigkeit der Schiffe reduziert sich. Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Ich glaube, mit den Credits kommen wir klar. Oder? Minus 5%, wie viel? Monatlicher Zugewinn 25. Ne, wir produzieren 191. Das sind 19. Ja, das sind wahrscheinlich minus 10. Ach komm, wir machen das trotzdem. Edict issued across the Federation. So, und mehr Edikte können wir aktuell nicht erlassen. So, dann haben wir Richtlinien. Das ist sehr, sehr reduziert. Ihr seht es. Diplomatische Haltung kooperativ. Kriegsdoktrin gibt es verschiedene. Das lassen wir erstmal so. Kümmern wir uns später drum. Erstkontakt proaktiv. Aber warte mal. Wir haben doch die... Wir haben doch die Direktive. Die Sternenflottendirektive. Eigentlich müssten wir auf achtsam gehen. Nicht auf proaktiv. Okay, wir gehen auf achtsam. Ich lese mir das nochmal durch. Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass Informationen über uns selbst in die Hände fremder Spezies geraten, noch ehe wir uns entschieden haben, ob sie Freund oder Feind sind. Nee, ich glaube, das ist was anderes, ne? Nee. Das lasse ich mal. Das ist nicht das, was ich dachte, es ist. So, Handelspolitik. Handelswert bringt erstmal reine Credits. Das können wir aber auch noch ändern. Wirtschaftspolitik, zivil gemischt, militärisch. Anführerbildung, Standard beschleunigt. Komplettes Stipendium. Lassen wir auch erstmal so. Okay, dann haben wir Tradition. Das ist sehr, sehr interessant. Es gibt reduzierte Traditionen, die sich auch ausschließen. Man muss sich entscheiden. Verteidigung, Eroberung, Forschung, Entwicklung, Handel, Wohlfahrt. Die haben alle Fraktionen und dann gibt es noch einen Traditionszweig, der nur für die jeweilige Fraktion da ist. Unser ist Fortschritt. Dazu kommen wir aber später. Es gibt außerdem Aufstiegsvorteile. So, ein paar aber nur. Und der Schiffsdesigner, mit dem können wir uns auch später befassen. Das ist die Miranda-Klasse, die aktuell jetzt hier aktiv ist. Mit all den schönen Star Trek-Elementen, Details, Warp-Antrieb, Impulsantrieb und so weiter. Das ist schon cool, das finde ich schon sehr atmosphärisch. Flottenmanager funktioniert auch so, wie man das kennt. Und dann gucken wir gleich mal Technologie. Auch das ist im Prinzip so wie bekannt. Wir schauen mal, was wir hier für Leute haben. Wir haben einen Physiker. Der ist Datenkämmerer. Weiß ich gar nicht, was ihm das jetzt bringt. Datenkämmerer, achso, Computerwesen plus 5%, okay. Wir haben den Gesellschaftsforscher, der Zerstörer von Welten, Sozial, Militärtheorie, okay.
Und wir haben einen Ingenieur, Forscher, Materialien. Ja, gehen wir kurz mal hin in die Technologie. Gucken, Physik, starten wir Physik. So, man sieht auch immer hier, wenn jemand da in dem Bereich besonders gut ist. Also, was wollen wir? Korrosionsstrahlen, Schneidestrahl, besondere Bewaffnung gegen Hülle vor allem geeignet. Ja. Globale Energienetze, planetares Energienetz als besonderes, einzigartiges Gebäude oder allgemein Energie von Bergbaustationen. Damit starten wir, glaube ich, hier. So, Takoda Jonsson. Der ist hier auf Militärtheorie spezialisiert. So, aber was auch interessant ist, intergalaktische Kultur. Bringt uns die Kulturerbestätte. Dazu bräuchten wir aber Delizium, haben wir im Moment noch nicht. Oder Föderationsunterkünfte, haben wir auch kein Delizium. Dann machen wir mal für ihn die beschleunigte Ausbildung, ist okay. Azul Sang, Ingenieurin. Energiekern. Erhöhte Energieerzeugung. Gießereien als neue Gebäude. Da brauchen wir allerdings Tetrion. Weiß ich noch nicht, haben wir noch nicht. Bessere Triebwerke. Starten wir vielleicht damit mal, oder? War das andere günstiger? Egal. So, man kann jetzt auch Dinge priorisieren. Dann wird von den anderen irgendwas abgezweigt. Irgendwie so funktioniert das. Speziesübersicht. Auch sehr interessant. Schauen wir uns, glaube ich, später nochmal an. Das sind die Spezies in unserer Föderation. Und dann gibt es die Anführer, das Anführersystem. Die sind limitiert. Ihr seht es hier oben. Und auch dazu kommen wir gleich nochmal. Gut, sind wir einmal durch Menüs gegangen. Dann, was gibt es weiter für Entscheidungen zu fällen? Ja, wir müssen uns unsere Planeten anschauen. Da gibt es jetzt einiges zu tun. Wir haben die Erde. Wichtig ist so ein bisschen, wie spezialisieren wir jetzt unsere Planeten. Das ist natürlich die Hauptwelt mit der planetaren Verwaltung. Aber vor allem wichtig mit der Sternenflottenakademie. Bringt uns Sternenflottenoffiziere, die eben Offiziere erschaffen. Verteidigungsarmeen und Verwaltungslimit. Und Medizinarbeiter. Und wir haben Forschungslaboratorien. So. Problem ist so ein bisschen Mineralien. Wenn wir jetzt neu bauen. Es gibt auch Merkmale, aber hier keine besonderen. Es ist die Heimatwelt. Bewohnbarkeit deshalb bei 100%. System ansonsten mit den Gebäudendistrikten ist im Prinzip dasselbe. Man guckt hier. Gibt es Arbeitslose, wie viele verfügbare Jobs? Das definiert dann, ob man hier baut oder nicht. Okay, wir gucken mal, was sollten wir hier bauen? Ich will jetzt nicht alles durchgehen, aber ganz gut wären vielleicht jetzt, wenn wir schon mal ein bisschen auf Einigkeit gehen könnten. Ja, zum Beispiel ein Gedenkmonument, kostet aber 400. Ne, das machen wir nicht. Wisst ihr was, wir schicken erstmal unsere Schiffe aus. Ich will aber hier kurz die Heimatwelten noch spezialisieren. Wo machte ich das nochmal? Entscheidungen. Jetzt bin ich selber hier. Bestimmung, genau. Das kann man, glaube ich, bei der Heimatwelt nicht machen. Die hat schon die Bestimmung Heimatwelt. So, Andoria. Andoria hat jetzt hier ein paar besondere Merkmale. Magnetische Stürme. Das heißt, Techniker produzieren plus 4 Energie. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, das wird unsere Energiewelt. Landwirte produzieren Dienstleistungen. Auch nicht schlecht. Aber ich denke, wir machen die zur Energiewelt. Das heißt, Techniker plus 25%, Landwirte und Bergarbeiter minus 10%. So, erste Entscheidung. Andoria. Vulkan. Vulkan hat Spinnenblitz. Blendende Lichter und ohrenbetäubende Donnerschläge brechen auf die kahlen Tafelberge dieses Planeten ein. Das ist übrigens auch immer anders, merke ich gerade. Das hatte ich zuletzt anders auf Vulkan. Ich habe ein bisschen schon probiert und gespielt. Was wir mit Vulkan machen, weiß ich nicht. Aber ich finde, traditionell sollten wir einen Forschungsplaneten haben. Und Vulkan, finde ich, passt sehr gut dazu. Bestimme ich jetzt einfach mal. Wir gucken aber erstmal kurz Stellar Prime an. Gibt es da noch was Besonderes? Okay, wir haben hier Dilithium. Das heißt, hier können wir Dilithium abbauen. Und wir haben diamagnetische Erdzügel. Techniker produzieren Mineralien. Landwirte produzieren Mineralien. Techniker. Techniker kriegen wir über den Energiedistrikt. Das ist aber doof. Wir brauchen irgendwo Mineralien. Komm, pass auf. Ich mache das zur...
Ja, aber hier reduzieren wir auch noch die Techniker. Ach, das ist ja wieder, das ist schwierig. Die Lithiumpflanze. Wie können wir die Lithium abbauen? Gibt es da ein besonderes Gebäude? Replikator, Schmiede, Wohnviertel. Oder bauen wir das automatisch mit ab? Wir bauen es automatisch, glaube ich, mit ab, ne? Wobei, plus null. Die Lithiumpflanze, hier haben wir es ja schon. Hm. Das scheint mir auch wichtig zu sein. Kommt, wir machen hier den Bergbauplaneten. Es ist, wie es ist. Und Vulkan wird unser Forschungsplanet. Und wir geben erstmal Mineralien aus, um schöne Bergbaustationen zu bauen. Techwelt. Okay, alles klar. So, dann gucken wir mal. Wir sind hier mit dem Konstruktionsschiff. Wir sollten uns kurz mal einmal die Schiffe anschauen, damit ihr die auch mal seht. Man sieht die leider nur, wenn man sehr nah dran ist. Und vor allem, manche sind tatsächlich in den Stationen drin. Wir lassen das mal rausfliegen. Ja. Dann sieht man es. Jetzt kommen die da nämlich raus. Also, ja, gut. Wir haben irgendwie Kriegsgründe. Bin mir nicht sicher, wodurch das jetzt kommt. So sieht das Konstruktionsschiff aus. Wir haben ein Forschungsschiff, das schicken wir jetzt auch mal raus. Damit wir uns das einmal angucken können. Wird leider durch diese großen Symbole sehr stark überdeckt. Das finde ich nicht ganz so gelungen. Man möchte sich doch jetzt hier die schönen Star Trek-Schiffe angucken. Und wir haben ein Gouverneursschiff. Das ist auch noch ein neues Konzept. Gouverneure. Die helfen auf bestimmten Planeten, je nach ihren Fähigkeiten, Dinge zu verbessern. Die kann man also auf bestimmte Planeten der eigenen Fraktion schicken. Okay, aber jetzt. So, wir starten, glaube ich, hier bei uns und starten mit Bergbaustationen. Genau. Und ich denke, wir werden auch gleich ein zweites Konstruktionsschiff uns gönnen. Ist das ein bisschen übertrieben? Ich weiß nicht. Schiffswerft kostet uns aber 100 Legierungen. Haben wir noch gar nicht. Können wir noch gar nicht machen. Okay, Forschungsschiff. Sehr, sehr wichtig jetzt. Wir wollen los. Unser Forscher ist Akash Mercer. Der ist geboren, um zu wandern. Erkundungsgeschwindigkeit plus 25%, Forschungsgeschwindigkeit, Antrieb plus 15%. Für ihn jetzt natürlich Erkundungsgeschwindigkeit relevant. So, jetzt wird es interessant. Schiffe funktionieren hier, also die Bewegung läuft hier über Warp. Wenn wir unsere Kampfschiffe ansehen, dann haben wir eine Begrenzung unserer Warp-Reichweite. Die wird beeinflusst von unseren Raumstationen. Die halten die Warp-Blase quasi aufrecht. Und innerhalb dieser Warp-Blase können wir dann springen. Um diese Warp-Blase zu vergrößern, müssen wir entweder eigene Raumstationen bauen, da wo wir es bauen können, indem wir unser Territorium erweitern. Oder wir können Warp oder die Raumstation unserer Verbündeten oder Leute mit Zugang nutzen, dann würde sich die Warpblase jetzt erweitern, wenn die Klingonen das jetzt erlauben würden. Anders ist das bei Forschungsschiffen. Die können tendenziell überall hin. Und es gibt auch noch Spionageschiffe, die können dann auch in feindliche Gebiete springen. Forschungsschiffe können natürlich aber dann nicht in feindliche Gebiete springen. So, jetzt aber die spannende Frage, wo erforschen wir denn zuerst? Vielleicht erstmal dieses hier? Unerforscht hier zwischen Klingonen, Romulanern und uns? Ja, vielleicht. Starten wir da mal. Also, System erkunden. Die USS Billings. So, und das Gouverneursschiff. Da müssen wir mal kurz angucken. Hat er noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Wir schauen mal ganz kurz. Wir können damit Folgendes machen. Da ist die Erde. Wir können jetzt die Arbeiterproduktion verbessern. Plus 2% pro Gouverneursstufe. Die Spezialistenproduktion. Die lokale Stabilität erhöhen. Oder Notfallpaket ausrufen, beordern. Kriminalität senken und Dienstleistungen erhöhen. Oder die Bewohner indoktrinieren.
monatliche Chance, unentschlossene Bewohner von den eigenen Prinzipien zu erzeugen. Zusätzliche Chancen, die Immigration illoyaler Bewohner zu verhindern. Interessant. So, ich glaube, auf der Erde haben wir die meisten Bewohner, glaube ich. Sehen wir irgendwie eine Gesamtzahl hier irgendwo? Ja, 26. 13, 13, 13. Ich würde sagen, hier lohnt es sich am meisten. Vielleicht, wir haben 11 Spezialisten. Vielleicht stärken wir hier einfach die Spezialistenarbeit, würde ich sagen. Damit auch die Forschung entsprechend. Okay, gut. Dann haben wir jetzt alle erstmal bewegt, alles getan. Unsere Flotte selbst hat keinen Admiral. Die sind sauteuer. Sieht man jetzt schon. Wir haben auch keine Offiziere. Müssen wir also jetzt erstmal lassen. Mineralien sparen wir kurz mal auf. Arbeitslosigkeit ist jetzt eh noch nicht so hoch. Wir können also das Ganze jetzt ein bisschen laufen lassen. So. Und die Billings bewegt sich jetzt hier in... Oh, und jetzt geht's los. In ein neues System. Und das ist jetzt der Auftakt dieser Geschichte. Die Asche von Kitomer. Von einem Augenblick auf den anderen ist der relativ stabile Frieden, der im Alpha- und Beta-Quadranten über das letzte halbe Jahrhundert herrschte, zunichte gemacht worden. Ein brutaler Überfall der Romulaner auf die klingonische Kolonie Kitomer forderte über 4000 Opfer. Obwohl ein Schiff der Föderation die geheimen Übertragungen der Romulaner abfing, gab es nur wenige Überlebende, als es den Planeten erreichte. Dieses Massaker war der Beginn einer neuen politischen Ära in unserer Galaxie, eine der Undurchsichtigkeit, der Unsicherheit, des erneuten Hasses zwischen alten Rivalen und des Misstrauens zwischen vormals treuen Verbündeten. Die Art, wie wir andere behandeln, wird die Zukunft der Föderation bestimmen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Richtlinie Erstkontakt und wir werden hier gefragt, proaktiv oder achtsam vorsichtig. Ich denke, wir bleiben dabei proaktiv. Wir werden jede neue intelligente Spezies, der wir begegnen, mit Respekt behandeln. Okay, dann, das ist irgendwie neu. Das war in meiner Version noch nicht. Die USS Cerritos ist jetzt für Missionen verfügbar. Ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner Fanservice, weil ich, das ist doch von... Das Schiff von The Lower Decks, glaube ich. Übrigens eine sehr schöne Comic-Serie. Ja. Außerdem neue Uniformen aktivieren. Es kann sein, dass das irgendwie so ein Zusatz-Content ist. Ich weiß nicht. Ich will aber nicht die Lower Decks-Uniformen. Bereiten Sie Zweitkontaktprotokolle vor. Stimmt, die ist ja immer für den Zweitkontakt zuständig. Sehr schön. Okay, damit haben wir ein zweites, allerdings Kampfschiff, der California-Klasse, das wir, glaube ich, blöderweise nicht verbinden können mit unserer Flotte, weil es ein Sonderschiff ist. Das kennt man schon aus Stellaris, ein Special Design. Die hat, glaube ich, eine leicht höhere Kampfstärke, kommen wir gleich dazu. So, jetzt aber außenpolitisch wird es interessant. Die Klingonen unterstützen die Unabhängigkeit der Bajoraner. Eine klare Ansage gegen die Cardassianer. Okay, also solche Geschichten müssen wir verfolgen. So, wir gucken mal kurz die Cerritos an. Ob die anders aussieht. Müsste sie eigentlich, ne? Wo ist sie? Ah, dieses blöde Symbol. Warte mal, es gab doch auch hier... Ah, schaut mal. Okay, leider kann ich nicht näher dran. Da haben wir die Cerritos. Ah, okay. Sehr schön. Das sind... Ist das nur Grafik oder ist das unsere Hauptflotte? Wir werden es erleben. So, weiter geht's. Erkundungsmodus. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet, werden wir sehen. Incoming Transmission. So, was ist hier? Botschaft einrichten. We will do our best to understand you. Ah, die Betazoiden wollen, dass wir eine Botschaft haben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich würde sagen, da we will do our best to understand you. Doch gleich mal die Diplomatie an mit den Betazoiden. Also die sind eine matriarchalische Aristokratie.
Diese telepathische Gesellschaft folgt den Regeln einer komplexen, abstammungsbasierten Aristokratie, deren Regierung von telepathischen Matriarchinnen dominiert wird. Okay, Landwirtschaftsexperten und Stadterbauer. So, mit uns haben, also wir garantieren schon ihre Unabhängigkeit. Ja, warum der Kriegsgrund hier gegen uns da ist oder gegenseitig, weiß ich nicht. So, was kann man jetzt im Moment machen? Beziehung verbessern. Dazu müssten wir einen Gesandten schicken. Ah, wir haben jetzt Gesandte. Das ist gut. Das sollten wir gleich tun. Die sind, glaube ich, durch den Kitomer-Vorfall jetzt getriggert worden. Ich denke, das sollten wir tun, weil Ziel müsste es ja irgendwo sein, einen Integrationsprozess vorzuschlagen. Das allerdings verstehe ich nicht, warum das ausgegraut ist, weil es wird mir leider im Tooltip nicht angezeigt, was ich erreichen muss, um das starten zu können. Weil das wollen wir natürlich. Es könnte natürlich sein, dass wir uns einfach in die, also dahin expandieren müssen, damit wir eine Grenze haben. Es wäre aber schön, wenn das angezeigt werden könnte. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden mal Beziehung verbessern. So, Joshua Leroy oder Varina. Schicken mal ihn. So. Beleidigen Mission anfragen. Ah, okay, das ist interessant. Das kostet Credits. Und dann kriegt man, glaube ich, irgendwie eine Aufgabe von denen, aber das will ich jetzt lieber nicht machen. Wir gucken stattdessen mal zu den Klingonen rüber. Es gibt übrigens noch irgendwie so ein Sprachpaket, das bei mir hier noch nicht aktiviert ist. Das klingt im Moment noch nicht so richtig klingonisch. So, was wissen wir von den Klingonen? Unterstützt die Unabhängigkeit, das haben wir gesehen. Hat Grenzen für die Romulaner und Cardassianer geschlossen. Der Rest ist irrelevant. Ich denke, wir starten mal mit einer Botschaft. So, da muss er, glaube ich, erst zustimmen, oder? Und dann werden wir die Beziehung verbessern. Ah, übrigens, es gibt auch noch so ein globales Spannungssystem, habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist so ein bisschen wie bei Hearts of Iron, mit verschiedenen Effekten, wenn die Spannung ansteigt. Unter anderem erhöht sich die Instabilität auf dem Planeten und man kann mehr Ansprüche generieren, ihr seht es. Diplomatie wird aber mehr akzeptiert, das ist auch ganz, ganz cool. So, wir sind in Kartula angekommen und es geht aber weiter hier. Dem Komplott auf den Grund gegangen. All unsere Geheimdienste arbeiten mit Hochdruck daran, die ganze Wahrheit über das Kitomer-Komplott zu erfahren. Solange wir die Gründe für den Überraschungsangriff des romulanischen Sternimperiums gegen die Klingonen nicht kennen, stehen unsere Spione uns nicht zur Verfügung. Die Lage ist in der gesamten Galaxie weiter angespannt. Genau, es gibt nämlich Spione, die wir dann aussenden können. Es läuft über Spionageschiffe. Die haben wir aber jetzt noch nicht. Wir kriegen aber immerhin erstmal ein bisschen Einigkeit. So. Hier wird erforscht. Daggers talk. Money howls. Botschaft ist eingerichtet. Dann lasst uns gleich Daggers mal weiter. Talk. Money howls. Lass uns gleich mal weitermachen mit Handelsabkommen. Achso, das hier kann man ganz normal Daggers sehen. Talk. Money howls. Das ist auch ein bisschen schwierig. Es gibt hier Handelsabkommen und da Handelsabkommen. Das meint, glaube ich, so eine Art Wirtschaftspakt oder so. Das ist aber leider auch schlecht ausgewiesen hier. Machen wir das mal, bieten wir ihnen das mal an. Und dann verbessern wir die Beziehung mit Varina. Weil natürlich ist jetzt unser diplomatisches Ziel, uns mit den Klingonen so gut es geht zusammenzuschließen, Defensivabkommen schließen vielleicht und solche Geschichten. Also einfach die Verbindung hier vertiefen. Das müsste das Incoming Ziel sein. Transmission. So, was ist jetzt We will do our best to understand you. Okay, alles klar. Die Betazoiden schlagen uns Forschungsabkommen vor. Genau. Wir hatten Bonus bei der Erforschung und Technologien, die vom anderen Reich bereits entdeckt sind. Wir wissen natürlich nicht, was von denen entdeckt ist, aber ich denke, wir stimmen dem zu. Damit reduzieren sich auch die globalen Spannungen um 3%. Alles klar. Wir müssen ein bisschen darauf achten, auf die Legierung. Wir gucken mal kurz hier rein. Das nächste Forschungsschiff, dafür brauchen wir 75 Legierungen. Konstruktionsschiff 100. Mal überlegen, ob wir doch vielleicht schon mal was bauen. Ich
baut doch schon mal so ein Gedächtnis. Construction in progress. Ja. Incoming transmission. Okay. Jolan True. So, die Romulaner wollen eine Botschaft. Aha. Das ist so eine Sache, ne? Also, ich denke aber, als diplomatisches Imperium sollten wir dem zustimmen. Ich glaube, der Effekt der Botschaft ist, dass man mehr gegenseitig voneinander weiß, wenn ich das richtig sehe. Derzeitig ohne Botschaft ist es bei 15 und bei Fraktionen. We will do our best to understand you. Mit denen wir eine Botschaft haben, geht das hoch auf. Aha, bin ich nicht ganz sicher. Daggers talk. Money howls. Ja, geht das hoch auf 35. Botschaft könnte. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir stimmen dem mal zu. Und gucken Jolan mal. True. Ja, auf 35. Okay, also erhöht einfach das Wissen voneinander. Das scheint das Wichtige dabei zu sein. So. Incoming transmission. Okay. We will do our best to understand Wirtschaftspakt you. Werden wir auch noch zustimmen. Das klappt schon mal gut. Beta, Zeta. Die werden bestimmt bald Teil der Föderation. Incoming transmission. We will do our best to understand you. Migrationsabkommen sagen wir auch nicht nein. Warum? So, wir sind da. Hier ist irgendwas. Mikita kann keine. Ah, verdammt. Weil ich jetzt zu viel Mineralien ausgegeben habe. Das ist schlecht. Stern B mit 5 Forschung. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Wir haben aber jetzt wieder 100, ne? Wir gucken mal kurz. Ich wollte eigentlich diesen Mineralienplaneten. Mineralien. Wo haben wir denn die Mineralien? 2 müssen irgendwo noch offen sein. Hier. Flieg mal dahin und mach da bitte weiter. Ja, war vielleicht ein bisschen voreilig, der Bau des Gebäudes. Wir werden sehen. Okay, ich glaube, also die Maximalgeschwindigkeit ist mal 1,5. Lass ich mal laufen. Ich werde einfach viel pausieren, aber die Geschwindigkeit zwischen den Pausen dann einfach deutlich erhöhen. Ich denke, das ist der beste Weg. Bauvorhaben fertiggestellt. Muss uns kurz angucken. Okay, das ist dort fertig gebaut. 165 haben wir. Und wir haben auch 120 Legierungen. Der Moment ist gekommen. Es ging jetzt doch ein bisschen zu schnell. Ja, was ist wichtiger? Forschungsschiff, Konstruktionsschiff? Ich würde sagen, Forschungsschiff ist jetzt erstmal wichtiger. Bauen wir das zuerst, danach gleich das Konstruktionsschiff. Und wo wir noch hier sind, holen wir uns noch die 2 Forschung hier, denke ich. Springen wir nicht unnötig hin und her. Ja. Gut. Discovery logged. So, da haben wir eine Anomalie, alles klar. Und zwar Tachyonenablagerungen im Cthulha-System. Die Oberfläche von Cthulha 3 weist ungewöhnliche Energieablagerungen auf, die von einem schweren Bombardement mit Tachyonen aus jüngster Zeit stammen. Vielleicht haben wir es mit einer zeitlichen Anomalie zu tun. Ist eine Routineerkundung für Akash Mercer. Ich würde sagen, werden wir ihn das erkunden lassen. Ja. Es ist doch irgendwie ein bisschen zu schnell. Ich mache wieder etwas langsamer. Tetrion. Okay, mal sehen, was da rauskommt. Sagt mir erstmal gar nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Oh, unser Forschungsschiff ist da, unser anderes. Dass viele dieser Anomalien sich haben inspirieren lassen dann von irgendwelchen Star Trek-Episoden der diversen verschiedenen Serien. So, wir haben ein zweites Forschungsschiff. Das ist ja unser Missionsziel auch gewesen. Und jetzt brauchen wir einen zweiten Forscher. Und das haben wir hier. Also, wir haben einen Xeno-Anthropologen, der uns monatliche Einigkeit gibt. Plus 2. Und Staatskunstforschung. Dann haben wir, ja, Erkundungsgeschwindigkeit ist auf jeden Fall super. Und wir haben süchtig, Lebensdauer minus 20, der ist 33. Ich würde sagen, Taras Zeyan, ein Andorianer, wird jetzt Kapitän der USS Silver Sides. Wird rekrutiert. So, und warum fliegen wir jetzt nicht einfach hier hin und versuchen, das vielleicht mal zu erreichen, dass wir vielleicht hier uns in Richtung Beta Zeta ausdehnen?
Vielleicht keine schlechte Idee. Also spring mal dorthin, bitte dort die Erkundung starten. Und wir sehen, dass wir... Nein, wir sehen, dass wir hier jetzt immerhin schon zwei Forscher haben, aber erst null Systeme erkundet. Da muss jetzt noch ein bisschen was passieren. So, hier wird aber erstmal an einer Anomalie gearbeitet. Hier. Das ist das Forschungsschiff, was hier unterwegs ist. Und wenn wir die 100 Legierung haben, dann bauen wir ein zweites Konstruktionsschiff, denke ich. Damit wir hier weiter unser Gebiet besser erschließen, schneller erschließen. Ich denke, das ist lohnenswert. So, Akash Krin, der in Katula unterwegs ist, hat eine neue Stufe erreicht, Stufe 2. Der ist engstirnig im Übrigen. Sein Erfahrungszuwachs ist geringer. Naja, trotzdem hat er die Stufe 2 geschafft. Sehr schön. So, und da haben wir die 100. Und lasst uns ein Konstruktionsschiff bauen. Wie geplant. Okay. Ah, das ist jetzt das Ergebnis der Anomalie. Kindheitsfreund. Wir sind auf eine L-Aurianische Notunterkunft auf Katula 3 gestoßen. Haben jedoch keine Hinweise auf Überlebende entdeckt. Bei der Erforschung des Höhlensystems nach Energieeinlagerungen sind wir auf eine Zeichnung eines Monsters mit goldenen Augen und gewaltigen Flügeln gestoßen. Diese Höhlenmalerei stellt ein tarkassianisches Messerbiest aus den Kindermärchen der El-Aurianer dar. Zwar ist die Zeichnung recht schlicht, wurde jedoch offensichtlich mit großer Sorgfalt angefertigt. Vermutlich war dieses Messerbiest jemandes imaginärer Freund. Scans zufolge wurde Katula 3 kürzlich vom Nexus berührt. Dieses temporale Tor ist auch der Grund für die Energieeinlagerung und erklärt den Verbleib der L-Aurianischen Flüchtlinge. Vermutlich sind sie noch immer dort und genießen ihre neuen Leben unendlicher Möglichkeiten in diesem extradimensionalen Paradies. Okay, Leute. Ich habe viel Star Trek geguckt, muss ich dazu sagen. Next Generation, Voyager und ein bisschen Deep Space Nine. Aber... es ist schon ein bisschen her, ich habe diese ganzen Einzelstories alle nicht mehr im Kopf. Auch, ich habe das damals nicht so als Lore-Geschichte wahrgenommen, also so als handlungsüberstandene Geschichte, sondern immer sehr episodisch konsumiert. Ich wiederhole nochmal, grundsätzlich bin ich schon relativ vertraut, würde ich sagen, aber ich kann diese ganzen Andeutungen, die hier vielleicht drin sind und Bezüge, die kann ich selbst nicht deuten. Das ist wahrscheinlich für Trekkies richtig interessant. Vielleicht ist es aber auch nur ausgedachter Quatsch, keine Ahnung. So, studieren wir die Höhlenmalerei, bekommen wir eine Menge Forschung. Sichern wir uns die Energieeinlagerung, bekommen wir 500 Energie. Nö, ich würde sagen, das klingt besser. Wir studieren die Höhlenmalerei. Construction finished on schedule. So, wir haben auf Jupiter die Forschungsstation gebaut. Das heißt, wir können das verlassen. Und jetzt ist die Frage, was ist uns jetzt am wichtigsten? Es gibt im Moment keine größeren Probleme in diversen Bereichen. Dann würde ich sagen, machen wir mal Forschung weiter. Bauen wir hier eine Forschungsstation, weil wir müssen vielleicht aber auch an Expansion denken, ne? Wenn Katula erforscht ist. Das wollen wir natürlich auch, ne? Wobei der Einfluss ist ja extrem gering. Das ist halt die Frage. Was haben wir hier? Ein Klasse-D-Planet. Bewohnbarkeit. Oh, es ist eine kontinentale Welt. Was? Okay. Stichwort Welten. Wir haben hier einen Klasse-M-Planet, der auch kolonisierbar ist. Für das Kolonieschiff brauchen wir aber eine Menge Nahrung, die wir nicht haben. Das wäre aber auf jeden Fall das nächste Projekt, eine Kolonisierung. Das Problem ist, dieser Bereich hätte schon so ein bisschen Vorrang, weil natürlich die anderen Fraktionen dort auch unterwegs sind, während wir hier eigentlich in Ruhe expandieren können. Wahrscheinlich werden wir also wahrscheinlich in Richtung Katula gehen. Vermute ich mal. Wir werden sehen. So, unser Konstruktionsschiff ist dann auch gleich fertig. Vielleicht bewegt es sich auch gleich schon nach Katula. Ich bin mir nicht ganz sicher. Discovery logged. Die nächste Anomalie. Diesmal mit bei Taraseyan. Kugelmeer. Valo. Ah, okay.
Bewohnbarkeit ist nicht so doll. Ein Meer auf Valor 2 ist aufgrund von geothermischer Aktivität sehr reich an Mineralien und mit zahllosen winzigen schwimmenden Kugeln unbekannten Ursprungs bedeckt. Ist eine Routineuntersuchung, wird erforscht, würde ich sagen. Okay. So, wir haben das Konstruktionsschiff. Wie weit seid ihr dort eigentlich jetzt? Insgesamt das Ganze abgeschlossen. Sieht man eigentlich hier an der Karte, was noch erkundet werden muss? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das ist der letzte Planet. Ich würde sagen, dann schicken wir das Konstruktionsschiff direkt dorthin. Und dann werden wir vielleicht da als erstes expandieren. Wobei, warte mal, ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn an Einfluss? Bin mir nicht ganz sicher. Werden wir sehen, wenn es dann möglich ist, würde ich sagen. Gut, das heißt, im Moment haben wir jetzt keine großen... We have surveyed a new star system. Ja, okay, das ist erstmal cool. Keine großen Probleme und Ziele. Wir werden die USS Air... Nein. Die USS Billings. Wollen wir hier uns weiter Stress machen? Na los, machen wir das mal. Wir erkunden das. Bin mir nicht sicher, ob das klug ist, aber wir werden sehen. So, was benötigen wir dann hier, um die Sternenbasis zu bauen? 86. Das ist doch eine Menge. Eieiei. Okay, die Expansion wird langsam vorangehen. Und wie gesagt, das Expansions... Also, ja, man muss hinzusagen, ihr seht es, Abkommen, die wir jetzt gerade geschlossen haben, die reduzieren auch den Einfluss. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das jetzt eine gute Idee von mir gewesen ist. Oder ob wir nicht lieber das Wirtschaftsabkommen wieder zumindest auflösen. Ich meinte, die Haltung verbessert sich deutlich. Das ist gut. Okay, aber ich meine, wir bekommen 5,93 Credits. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hier wird es nochmal aufgedröselt. Ja, ich will jetzt nicht die Beziehung weiter irgendwie jetzt plötzlich verschlechtern. Wir lassen das mal so. Wir müssen damit leben, aber da muss ich ein bisschen besser aufpassen mit diesen Abkommen. Das ist doch gar nicht so irrelevant. Was das kostet an Einfluss. Oh, was haben wir denn hier? Forschungsschiff der Bajoraner in Richtung Valo. Von wegen, dass wir da hier alleine sind. Ja, das ist natürlich auch schön. Die Schiffe sind... Schutzabkommen schließen. Ja. Globalen Spannungen reduzieren sich weiter. Die Frage ist, kostet uns das auch Einfluss? Und finde ich auch ein bisschen schade, dass hier nicht steht, was bedeutet eigentlich Schutzabkommen. Aber ich meinte, ist klar, ne? Das wird ein Defensivabkommen sein, gehe ich mal davon aus. Oder ist das einseitig? Wir stimmen dem aber zu, wir wollen ja die Integration. Ich wollte mir eigentlich nur dieses Schiff hier mal anschauen. Halt. Können wir das auch irgendwie verfolgen? Das wäre mir cool. Ne, geht nicht so richtig, aber gut. Ah ja, es beginnt hier mit der Erforschung. So, wir haben aber auch hier dieses komische Meer erforscht. Die USS Silver Sides. Das mineralische Meer auf Valo 2, um die kleinen Objekte zu untersuchen, die auf seiner Oberfläche schwimmen. Nach näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass diese Kugeln in Wahrheit polygonaler Schaum sind, der durch die Gezeiten zerstört und wieder neu geformt wird. Ein junger Offizier wurde nervös, als die anderen sich dazu entschieden, schwimmen zu gehen, da er in seiner Kindheit einmal fast ertrunken war. Das Team unterstützte den Offizier dabei, sich dieser Angst zu stellen. Die Kugeln zersetzten sich bei Kontakt sofort und das Team verbrachte etwa 30 Minuten damit, ihnen nachzujagen und sie im ruhigen Gewässer des Meeres zum Platzen zu bringen. Nein, es wurde von ausgelassener Stimmung berichtet. Ein Luftpolstermeer. Lassen wir sie alle platzen,
Weitere Teams werden das Meer besuchen, um seine beruhigenden Eigenschaften zu untersuchen und Proben der mineralischen Kugel zu sammeln. Wir bekommen 313 Mineralien. Das ist hervorragend. Die können wir sehr gut gebrauchen. Ich würde sagen... A new tradition to teach us more about ourselves. Oh, ja, sehr gut. Jetzt passiert ja gerade einiges. Traditionen. Eine Tradition ist verfügbar. So, das heißt, wir können jetzt in irgendeinen Zweig einsteigen und... Was naheliegen würde, wäre Forschung oder eben Fortschritt. Aber ich glaube, wir starten direkt mal mit der Sternen... mit der Föderationstradition Fortschritt. Basisauswirkungen gibt es beim Fortschritt erstmal nicht, glaube ich, oder? Doch, wenn angenommen. Beim Erforschen einer Sozialtechnologie erhalten Sie diese Ressourcen. Plus 1000 Einigkeit, plus 500 Forschung. Ah, okay, also Sozialtechnologie ist dann für uns noch eine besonders wichtige Technologie. Und wenn man das Ganze abschließt, Hauptweltgebäude produzieren, 2 Offiziere, Stabilität plus 5 und man bekommt einen Aufstiegsvorteil. Ja, sehr cool. Was würde Forschung bringen? Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus 25% ist natürlich auch gut. Was sind so die ersten Sachen, die man hat? Hier Pioniere, Wachstumsgeschwindigkeit erhöht, reduzierte Baukosten bei Forschungsschiffen und Kolonieschiffen und Konstruktionsschiffen. Ah, Kolonieschiff ist natürlich interessant in dem Zusammenhang. Verwaltungslimit-Erhöhung. Hier haben wir dann Unterlichtgeschwindigkeit ausweichen. Ja, Gouverneure, Einigkeit und Handelswertproduktion. Forschung und Entwicklung. Ja, puh, das ist echt schwer. außerdem erhöht sich hier auch noch die Planetengröße. Ist bei Abschluss auch cool. Pass auf, wir machen aber das hier. Wir machen das hier. Tradition accepted. Okay, alles klar. Starten wir damit. Jo. Und? Unser Konstruktionsschiff weiß nicht, was es tun soll. Wir warten auf den Einfluss, ja. Wir müssen das erstmal woanders hinschicken. Das ist sonst verschwendet. Du baust jetzt erstmal dort eine Bergbaustation, würde ich sagen. Gouverneurschiff arbeitet. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, ein erster Auftakt ist gemacht. Mein erster Eindruck, und ich habe, wie gesagt, nicht viel gespielt, einfach nur, um es ein bisschen kennenzulernen, ist erstmal so, dass es mich schon irgendwie gefesselt hat, mich reingezogen hat. Ich habe auf jeden Fall Lust, ein bisschen weiter zu spielen. Man darf es, glaube ich, nicht überschätzen, das Spiel, aber blöde und irgendwie spaßfrei ist es auch nicht. Insofern freue ich mich, was wir hier noch erleben werden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen. Schaut bitte in den Programmkalender, wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht. Link in der Videobeschreibung. Also, bis dahin.